Oh, das fände ich. Was haltet ihr davon? Es nimmt mich auf die Hörner und trägt mich bis zur Kathedrale. Kann ich krieg kein Damage, aber das ist der Effekt. Ja, also Baldrick kann wieder wach werden. Moment. Ja. Kann ich davor noch einmal einen Blutstein lecken? Weil ich habe nichts mehr. Ich bin leer. Ich muss auffüllen. Ah, du kannst immer zuerst handeln. Also ja, du kannst an einem Blutstein lecken. Das ist eine richtige Scheißfähigkeit, oder? Mhm. Vor allem sollte jeder Schaden kriegen, der an dem Blutstein leckt. Anstatt ihn einfach einzusetzen. Aber ja. Wie setzt man ihn denn ein? Das hast du uns nie erklärt. Man leckt dran. Genau. Okay, alle meine Spieler sind sich einig. Man leckt. Okay, dann leck an dem Stein. Leck den Stein! Leck den Stein! Wunderbar. 1, 2, 3, 4, Leckstein, alles muss versteckt sein. Alles klar. Oh. Die Zunge am Stein wachst du vor dem Altar des ersten Jägers wieder auf. Alles ist friedlich. Und Baldwin ist auch da. Also Baldwin ist gerade auf dem Weg nach draußen. Hat irgendwie einen riesigen Sack über die Schulter geschwungen. Ist die Lage unter Kontrolle? Ich glaube tatsächlich nicht. Hat sich das weitere Betrachten der Reliquie noch irgendwelche Erkenntnisse zutage gebracht? Oder ist es einfach ein blutiger Lappen? Es ist einfach ein blutiger Lappen. Du kannst nicht sagen, von wem das Blut stammt, aber du bist dir ziemlich sicher, dass es für das Ritual in der Kathedrale irgendwie relevant ist. Ja, was ich nur gern wüsste ist, bringt es mir jetzt was wieder mitzunehmen oder bringe ich damit die ganze Chose in Gefahr? Oder sind die vielleicht einfach erledigt, wenn sie den Lappen nicht kriegen? Oder weiß ich nicht. Ich hab null Ahnung. Lass ihn am besten hier. Zur Not kann ich ihn ja wiederholen. Okay, du hast recht. Ich lass den Lappen hier. Dann hast du ihn vielleicht wirklich auf dem Runenaltar liegen lassen. Genau, da liegt er jetzt. Mit Bitte um Erkenntnis. Also, als ich an den Stein geleckt habe, wurde Magnus gerade von den Hörnern des Viechs erwischt. Ich glaube, um den ist es geschehen. Aber es scheint davon zu galoppieren, also win-win. Noch ist nicht aller Tage Abend. Warten wir ab, was passiert. Ich rüste mich mal noch ein wenig aus. Ja, diese Säurebomben, Feuerbomben, ein paar Blutflaschen und außerdem Munition. Ich habe alles verschossen. Ja, dann sehen wir uns wieder in der realen Welt. Ja, und so tue ich das auch. Ich werde zwei Sachen tun, und zwar refill your resources. Ich werde meine Sachen refillen. Und wie es auch Baldrick vor mir getan hat, insofern werde ich das Artefakt auf dem Altar auch wieder sehen, als aber nicht besonders beachten werde ich die Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, nutzen, um mir einen weiteren Prowess-Punkt zu. Und das ist das, was ich im Workshop tun wollte. Ich weiß zwar nicht, wie man da wieder rauskommt, ich glaube, nochmal am Stein decken muss ich nicht, aber ich finde schon meinen Weg. Es gibt im Garten einen Torbogen. Man sieht eigentlich, dass der Gartenpfad auf der anderen Seite weitergeht. Aber wenn man hindurchtritt, tritt man an dem Ort wieder hervor, wo man die Welt verlassen hat. Gut, dann sind Harry, Zensus und Baldrick jetzt wieder alle beisammen auf der Brücke. Der Nebel ist so weit auseinandergetrieben, und zwar als dieses Viech da mit Karachodok geprescht ist, dass ihr jetzt noch am Boden ein paar brennende Pfützen sehen könnt, aber der Blick auf die Kathedrale freigegeben ist. Und Frage an Magnus, hatten wir die Konsequenzen jetzt abgehandelt? Genau, das war, dass mich das Viech in die Kathedrale trägt. Also so wie ich es verstanden habe. Also ich habe meinen Mantel eingesetzt, um halt dem Schaden zu widerstehen. Ich denke, das Dieten wird mich versucht haben, auf die Hörner zu nehmen, aber ist irgendwie in einem Lederteil von meinem Mantel hängen geblieben und ich baumel dann quasi vor seiner Nase und es trägt mich wütend durch die Eingangspforte der Kathedrale.
Alles klar. Ihr seht von eurer Position auf der anderen Seite des Nebels, wie die Bestie auf das Tor der Kathedrale zugaloppiert und wie eine im Vergleich sehr klein wirkende Gestalt eines Jägers an ihrem Kopf baumelt. Und Magnus, eben hingst du noch über ihren Nüstern, was auch geruchlich keine so gänzlich angenehme Erfahrung war. Aber kurz bevor ihr das Kathedralentor erreicht und du denkst schon, es wäre um dich geschehen und sie würde dich zwischen ihrem breiten Schädel und dem Portal zermalmen, da wirft sie den Kopf noch einmal in den Nacken und du machst quasi einen Überschlag und baumelst jetzt seitlich am Horn und die Bestie bricht mit vollem Karacho durch das massive schwarze Holzportal und kommt mit klappernden Hufen auf dem glatten, schwarz-weißen Marmorboden zum Stehen. Ihr seid mitten in das Ritual hineingeschlittert. Aber jetzt springen wir erstmal zu den anderen zurück, die die Gelegenheit haben sollen, abzuschließen. Nun, mir scheint es tatsächlich geschehen zu sein. Wir dürfen das Monster nicht entkommen lassen. Ihm nach. Und damit gesprintet. Genau, ja, hinterher. Kann man hier durchatmen. Daher. Gut, ihr rennt hinterher. Vom Portal ist nicht mehr viel übrig. Die Splitter ragen in alle Richtungen. Und also die brennenden Kultisten lasst ihr einfach hinter euch zurück, weil das ist eure letzte Sorge. Außerdem die brennen. Ja, der eine hat sich halb aus seinem Mantel geschält und der andere hat in seiner kopflosen Panik tatsächlich den Sprung über die Brüstung angetreten. So blickt ihr jetzt ins Innere der Kathedrale, wo sich euch ein durchaus seltsamer Anblick bietet. Auch hier sind Kultisten anwesend. Sie tragen aber andere Roben als die, die ihr draußen gesehen habt. Und sie waren offenbar gerade mitten mit ihrem Ritual beschäftigt. Denn im Altarraum, also da, wo die hohen Buntglasfenster von allen Seiten den Altar beschirmen, hängt ein barfüßiger Mann mit ausgebreiteten Armen an Stricken von der Kuppel herunter. Er scheint sich aber in dieser Position gar nicht so furchtbar unwohl zu fühlen, denn egal was zu seinen Füßen passiert, er hat den Blick in Richtung Himmel? Blutmond? Oder jedenfalls in Richtung der Fenster erhoben und scheint zu beten. Naja, in die Reihen der Kultisten ist allerdings gerade diese Bestie hereingeschlittert, an dem einen Horn nicht nur Reste des Reliquars, sondern auch Reste von Magnus baumeln. Hey, was heißt Reste? Noch lebende Reste. Rudis Restaurant. Ja. Von den Resten das Beste. Ja, und die Kultisten in der Kathedrale sind gerade noch sehr überfordert von der Situation. Was wollt ihr tun? Ich denke mal, ich bin zuerst drin, oder? Du bist zuerst drin, ja. Kann ich den über Kopf hängenden Zausel oder wer auch immer das ist, als wahrscheinliches Ziel des Ganzen ausmachen? Also des Rituals, dass der irgendwie im Zentrum des Rituals steht? Der Gedanke ist durchaus naheliegend. Allerdings, also, denkst du, ja. Bin ich in der Lage, das überhaupt so wahrzunehmen? Weil ich meine, ich hänge an diesem Horn. Ich glaube auch, dass der erste Schritt bei dir wäre, von diesem Horn loszukommen, denn die Bestie schüttelt sich und wirft ihren Kopf in alle Richtungen. Und also ich glaube, du hast gerade Schwierigkeiten zu wissen, wo oben und unten ist. Das heißt, du müsstest dich am besten irgendwie halt loskommen. Ja, ich würde meinen Mantel einfach hinten durchschneiden. Also ich schneide mich frei. Wenn ich da jetzt mit nacktem Oberkörper stehe, dann ist es so. Okay, ich denke, das soll dir gelingen. Denn das Geschüttle unterstützt das eher noch. Also wenn du da was Scharfes ansetzt, dann reißt der Mantel sofort und du fällst auf den Boden. Ja. Und befindest dich inmitten von Kultisten, die allerdings gerade von der Bestie ziemlich auseinandergesprengt wurden. Tut mir leid, ich glaube, ich habe euren Glockenturm kaputt gemacht. Sage ich und dann steche ich den ersten Kultisten ab.
Okay, ja, sie würden ihr fassungslose Blicke zuwerfen, wenn ihre Augen nicht unter ihren dunklen Kapuzen verborgen wären. Aber das hindert dich nicht daran, einen abzustechen. Ja, dann kommt, ich setze ein Stamina ein, um diese Aktion durchzuführen und ja, würfe dann mit 3 W6 auf Prowess. Situation? Wie bekannt, Desperate, aber da ist eine 6, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Alles klar, du kannst den völlig überraschten, nächstbesten, kultisten abstechen. Ich denke, damit habe ich meinen Standpunkt klar gemacht. Gut, die Bestie hat dich endlich abgeschüttelt. Jetzt möchte sie dich gerne endgültig tot machen und greift dich an. Aber ich handle zuerst. Du handelst zuerst. Was tust du? Das ist mein Lieblingssatz. Jetzt mit der neuen gewonnenen Stärke und meiner... mein Cleaver, möchte ich auf die Bestie zustürmen und ihm ihr diese in den Rücken, wahrscheinlich komme ich gar nicht so hoch, eher in die Seite, vielleicht in die Rippen schlagen. Mit aller Kraft, die ich aufwenden kann. Okay, alles klar. Desperate, verminderter Effekt. Hast du richtig. Was das verbessert? Ja, ich habe den Source Spear, das heißt plus Effekt versus Beasts. Gilt das als Beast? Das ist definitiv ein Beast. Okay, und zusätzlich zu dem setze ich, mal schauen, vielleicht bringt das nichts, aber vielleicht klappt das ja, 3 Stamina-Punkte ein. Mhm. Damit habe ich 5 Würfel und hoffen wir mal auf die Doppel-6. Und ich sehe da leider nur eine 6. Na, immerhin, es ist eine 6. Und das Effektlevel war verbessert, das heißt, es war bei Standard. Das macht 2 Segmente. Okay. Sehr schön. Und mit einer 6 hat es für dich auch keine negativen Konsequenzen. Harry und Baldrick, ihr steht ja noch weiter hinten und habt deswegen vielleicht noch ein bisschen besseren Überblick über die Situation. Und zwar, ihr seht einen Effekt, der dem in dem Glockenturm nicht so ganz unähnlich ist. Und zwar leuchtende, bunte Flecken, die offenbar von den Fenstern herkommen, die suchend über den Boden tasten und ein gewisses Interesse an dem in der Luft hängenden Mann zu haben scheinen. Also die Luft flimmert ein bisschen in vielen Farben um ihn herum und irgendwas tut sich da. In Farben, sagst du? Bilden die ein Muster? Ein Muster direkt nicht. Aber man könnte fast sagen, dass sich eine Gestalt formt. Also eine Gestalt, die nicht unbedingt menschlich ist, denn deutlich größer als der Typ, der da in der Luft hängt. Und die sich auch immer gleich wieder zerstreut, aber ja, irgendwas ist da. Hilfe. Ja. Gilt das Ranlaufen zum Stamina zurückgewinnen? Wait, ich bin die Hilfe. Warte, du möchtest hinrennen? Du meinst, weil wir einen Szenenwechsel gemacht haben? Ja. Es ist aber immer noch der gleiche Kampf. Also okay. Die Nightclock würde ticken, weil wir die Kathedrale erreicht haben. Aber ich denke, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Also ich denke, die Nightclock wird nicht mehr voll werden, denn das Ritual ist unterbrochen und ihr seid in der Kathedrale. Aber das Stamina kommt nicht einfach so zurück. Ich kann dir eine verpassen, falls du Stamina kriegen willst. Das ist dann aber keine Konsequenz. Dann laufe ich zu dem kopfüberhängenden Typen hin. Mhm. Und versuche den runterzubinden. Der hängt relativ hoch. Welche Waffe hattest du gleich nochmal? Ich habe ebenfalls den Source Spear bzw. Cleaver. Okay, das war der mit dem Vorteil gegen Biester. Du kannst den herabhängenden Mann mit deinem Bär nicht erreichen. Also er reicht gerade nicht an seine Fußsohlen heran.
Aber der Gedanke, dass jemand da was tun sollte, ist nicht dumm. Wie ist der denn festgemacht? Der wurde offenbar hochgezogen und die Seile sind beide, also asymmetrisch, seitlich auf so einer umlaufenden Empore befestigt. Ich sehe mich nach einer Treppe um. Mhm. Gut. Du siehst zwei Türen, eine links, eine rechts. Du mieses Dreckske. Erstmal eine Verständnishalbe. Wie viele Kultisten sind hier unterwegs und was genau tun die noch gleich? Reminder. Das waren einige mehr als draußen auf der Brücke. Also sagen wir mal so. Okay, acht. So, aber warte. Acht ist eine uncoole Zahl, oder? Entweder 80. 7 oder 13. Aber 80. So. 13. Also, ich dachte, hier wären Massen an Kultisten und ich war jetzt kurz davor, erstmal vier Feuerbomben um mich zu werfen, damit hier ein bisschen Chaos ist. Machen wir 13. Es ist schon eine exklusive Veranstaltung. Entschuldigung, nicht jeder kann unserem Kult beitreten. Okay, aber dann sind es jetzt nur noch 12. Ich sprinte durch die linke Tür. Genau. Ich habe einen getötet. Gut. Du sprintest durch die linke Tür. Die in der Besenkammer. Wir können einen Glückswurf machen, ob es die richtige war. Hoch oder tief? Hoch. Warte, nein, gerade. So, ja, oder beides so, richtig recht. Gewesen. Ist, es ist beides richtig. Du siehst eine Treppe. Hinauf. Hinauf. Was du nicht siehst, aber vielleicht hörst, ist, dass einer der Kultisten offenbar langsam zu Sinnen kommt und dir hinterher rennt, denn du sahst sehr zielstrebig aus. Okay, alles klar, dann. Warte, wenn ich es höre, dann sobald ich oben ankomme, drücke ich mich neben der Tür an die Wand mit der Axt in der Hand und sobald er oben am Treppenabsatz ist, watsche ich ihn wieder darunter. Oh ja, finde ich gut. Mit der Axt. Das ist tatsächlich eher eine schlaue Aktion, oder? Ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, ausnahmsweise. Okay. Ich beschwere mich nicht. 1, 2, 3, wird. Machen wir. Komm, hoffentlich bekommt er die Aktion mit, um runterzubleiben. Also machen wir nur einen normalen Angriff für 1 Stamina. Oh. Er ist schlau. Mhm. Oh, jetzt war das. Jetzt habe ich ja zum Glück noch Stamina über. Was passiert? Okay, du hast dich in diese Nische gedrückt und. Nein, da ist jetzt irgendein Vieh mit viel zu vielen Armen drin und das fuckt mich. du weißt in Dark Souls 3 diese Viecher, die im Wasser liegen? Ja. Ich will nicht. Es gibt Morphins. Warum sage ich sowas überhaupt? Ich will nicht. Oh, warte. Dark Souls. Nein, keine Tentakel. Tentakel sind so konventionell. Binnenbeine. Also ich glaube, ich weiß auf jeden Fall den Grund, wieso er dich bemerkt hat, obwohl deine Idee echt gut war. Und zwar, als du mit der Axt ausgeholt hast, hast du irgendwie die Entfernung falsch abgeschätzt und naja, es war nicht so viel Platz hinter dir zum Ausholen. Und der metallene Axtkopf, ja, schlägt mit einigem Geräusch an die Wand hinter dir. Dadurch wird er auf dich aufmerksam. Und legt eine Vollbremsung hin, also kurz vor der Stelle, wo du ihn perfekt erwischen hättest können. Merke ich natürlich nicht, deswegen führe ich den Schlag dann trotzdem durch und stehe unbequem vor ihm. Mhm. Wie ein Depp, mit meinen eiernen Händen und der Axt vermutlich irgendwie im Türrahmen eingegraben. Er greift an sein Amulett und... Och nö. Und du siehst, wie irgendeine... Er scheint sich irgendwie zu verformen und aus dem Kühl irgendwie schwarze Soße heraus. Aber weißt du was nicht? Meine Knarren. Ich schieße ihm durch die Hand das Amulett weg. Als Parieraktion. Das ist tatsächlich ein Parry? Ich glaube, das ist auf jeden Fall Enemy Action unterbrechen. Ich glaube auch. So, alles nimm, klar, tu es. Nimm drei Kugeln. Da! Oh, das ist die Doppel 6. Das bringt nichts. Also jeder einzelne davon hätte interrupted. Ja, aber komm, es ist eine Doppel-6. Es muss was Cooles passieren. Ich denke, der Effekt wird sich gegen ihn selber wenden und er wird einfach sterben. Magst du beschreiben? Ich glaube, das sehen wir gar nicht so genau. Das Amulett bricht
Und eine schwarze Flüssigkeit, die sich ein wenig wie Blut verhält, fließt hinaus und fängt an, sich um seine Hand zu legen und dann in die Wunde, die da hineingeschossen ist, einzusickern. Und von da aus breitet es sich relativ schnell die Hand, den Handrücken über und in den Arm hinauf aus, während er sehr schmerzhaft schreit und das Ende bekommen wir gar nicht mit, weil Baldrick sich sofort umdreht und wegrennt. Alles klar. Baldrick wurde aufgehalten, aber er ist wieder in Bewegung. Aber springen wir zurück in das Kirchenschiff. Genau, der Ochse wollte mich angreifen. Also hattest du zumindest gesagt. Und ich würde hier gerne zum ersten Mal meine Blunderbox nutzen und ihn parryen. Auch wenn ich mit der nicht besonders gut parryen, nämlich auf die 6. Ich setze insgesamt 4 Bullets ein. Aha. Und schieße ihm aus nächster Nähe ins Gesicht. War das schon der Wurf? Weg! Nein, noch nicht. Bonn! Für mir, du Scheißvieh! Und nichts passiert. Oh, schade. Wow! Okay. Das ist in Ordnung. Okay, die Bestie hat das immer noch auf dich abgesehen. Und sie steigt auf die Hinterbeine. Du siehst die beiden Vorderbeinpaare auf beiden Seiten durch die Luft rudern. Und ja, versuchst geistesgegenwärtig sie mit einem Schuss zu stoppen. Und bei jedem anderen Gegner hätte das wohl funktioniert, aber nicht bei diesem Ungeheuer. Und so stampfen die Vorderhufe auf dich nieder. Kann nichts machen, oder? Kannst du resisten? Ja, du klar. Ich hab 2 Stamina. Gut. Welche eben eine negative Konsequenz hatte. Dann kannst du resisten. Ich setze natürlich beide ein, weil ansonsten bin ich tot. Okay. 4. Okay, alles klar. Ich bin nicht sicher, ob dich das trotzdem tötet, aber also du kannst auf jeden Fall einen Teil des Effektes vermeiden. Nachdem der Schuss keine Wirkung gezeigt hat, lässt du dich fallen, um dich zur Seite zu rollen. Und es gelingt dir so halb. Also das Vieh hatte eigentlich darauf abgezielt, dich mit beiden Vorderbeinen gleichzeitig zu erwischen. Du bist etwas zur Seite gerollt und so erwischt es dich nur schlechter. Nimm 2 Arm. Okay, super. Damit lebe ich noch. Damit lebst du noch. Und jetzt lecke ich an meinem Blutstein, weil ich ganz dringend weg muss. Ja, zusammengekrümmt wie ein Fötus liegst du am Boden und du leckst an den Blutstein und wirst zu Stein. Eine steinerne Zunge, die noch an dem Blutstein klebt. Ja. So. Leider hatte ich nicht 4 Insight, sondern nur 3. Aber das ist halt jetzt so. Ja, mit 3 kannst du skillen. Mit 3 kann ich skillen? Was? Nee, 4 brauchst du. Was? Mit 4. 4? Warte. Ich dachte auch. Achso, ja. Okay, ich hab mich verlesen. Da hätte ich gar nicht skillen können. Dann musst du den Punkt Browser wieder zurückgeben. Oh, traurig. Ich muss dir den zurückgeben. Du kannst den Kultisten nicht ärgern. Es passiert schon was, bevor du irgendwas tust. Genau, und ich würde gerne, also ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, was ich im Workshop machen kann. Zum einen würde ich gerne meinen Mantel, den ich ja abgeschnitten habe, gegen einen neuen tauschen, also natürlich ohne Effekt, aber so. Alle Zeit der Welt. Erstmal wieder schick machen. Genau, ja, dass ich die beiden Punkte wieder ausgeben kann und dann würde ich gerne ich kann mich hier heilen, oder? Ja. Kannst du. Würfelst du einen W6 und dann sehen wir mal. Du würfelst so viele W6, wie dein niedrigstes Attribut ist. Also 1. Und dann gucken wir mal, um wie viel ich mich heile. Um 1. Das reicht mir aber schon. Warte. 1 wirklich 1? 1 bis 3, der erste Jäger sieht dich an. Du regenerierst ein Blatt. Naja, okay. Und dann trinke ich noch eine Vial. Das wäre dann mein 3. aus dem Bandelier. Und dann würde ich auch schon wieder in den Kampf zurückkehren. Natürlich wahrscheinlich erst nach so 20 bis 30 Sekunden. Aber also ich versuche das möglichst schnell zu machen. Ja, da kommt ja die abgebrannte, unterschlagene Kathedrale wieder. Oh hey, ihr seid ja immer noch hier. Also ich weiß nicht, ist es... ich glaube, da vergeht die Zeit anders in dieser... Ja. Also, wie gesagt,
Ich denke, du kommst die zurück. Die Zeit vergeht in der Geschwindigkeit des Plots. Ich denke, ja, du kommst zurück, wenn es passend ist. Richtig. Die anderen können, nachdem du den Abgang gemacht hast, sehen, dass die Bestie in rasendem Zorn die versteinerte, ungefähr eiförmige Gestalt von Magnus auf die Hörner nimmt und einmal in Richtung Kathedralendach katapultiert. Ja, da agiere ich vorher, denn ich agiere zuerst. Mhm. Ich hätte natürlich schon vor ihr agieren wollen, aber ich habe schon vorhin vor ihr agiert und zweimal vorziehen. Finde ich nicht sinnvoll, dass ich das kann. Und selbstverständlich, das ist meine Idee, die habe ich nirgendwo anders rausgezogen, aber ich nehme mir eine dieser nicht Feuerbomben, einer der Säurebomben. Säurebomben. Und möchte, während dieses Vieh seinen Kopf senkt, um den Magnus auf die Hörner zu nehmen, von hinten rein mit der Säurebombe in der Faust ihn das in den After stecken. Was? Ja, was? Ja. Du weißt, dass das vermutlich sehr so Glaskugeln sind. Ja, ich werde mich da auf jeden Fall verletzen bei. Das ist mir vollkommen klar. Okay, weirde Aktion. Ich möchte ein Veto einlegen. Okay. Ich brauche keine Säurebomben on Tier After Action. Danke sehr. Okay, ja, ist okay. Angenommen, dann werf ich die. Ist in Ordnung. Klar. Ich dachte, wir machen den Kill, sofern er jetzt klappt. Okay. Was mit Whiffs? Oder würfel einfach mal. Ja, also Position Desperate und Effekt ist mit der Säurebombe, geht er auf Standard hoch. Das hat ja schon mal gut geklappt bei dir, oder? Ja, hat es. Und ich habe eine 6. Ah ja, super. Das sind bei Standard-Effekt 2 Segmente. Es reicht noch nicht ganz, aber ich denke, wir können beschreiben, dass das Vieh langsam nicht mehr so gut aussieht. Also, ja, such dir vielleicht eine andere, plausibel verwundbare Stelle von dem Vieh. Werf ihn einfach wieder auf den Rücken. Oh, ich weiß, da auf dem Kopf, wo vorher das Reliquarium drauf saß. Ah ja, das kann sein. Oder das auch. Wunderbar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in diesem Setting das Reliquar nicht einfach nur so aufgesetzt war, sondern dass da auch... Festgewachsen. Ja, genau. Und nachdem das jetzt quasi durch die Schüsse und das verlagerte Gewicht abgerissen wurde, ist das Vieh da schon ein wenig blutig und deswegen ist die Säurebombe da besonders effektiv. Ja, ihr seht, wie das Vieh stöhnend einen Moment innehält, also es senkt den Kopf und scheint sich zusammennehmen zu müssen, aber natürlich aufgeben ist nicht. Das heißt, ihr habt jetzt einen Moment Verschnaufpause, aber dann wird es vermutlich wieder angreifen. Harry? Ja. Wo bist du? Was machst du? Ich stand ja vor dem aufgehängten Typen. Mhm. Den ich aber nicht erreichen kann. Deswegen würde ich mich jetzt den Kultisten annehmen, dass die mit dem Ritual nicht fortfahren können. Ja, also alternativ gäbe es Kirchenbänke. Wenn du die auf den Altar wuchten würdest oder so, dann würdest du der Sache auch näher kommen. Also es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, daran zu kommen. Steht da irgendwo so ein Lesepult oder so, dass ich als Leiter benutzen könnte? Ja. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, dann nehme ich mir diese Lektern und werde das unter den Kopfüberhängenden. Mhm. Gut, du kletterst da hoch und siehst oben an der Brüstung Baldrick auftauchen und eure Blicke kreuzen sich einen Moment. Harry! Was tun wir? Den runterschneiden! Okay, ich denke nicht drüber nach. Ich hack einfach die Befestigung statt der Salz mit der Axt durch. Mhm. Eine Axt sollte nicht so schwer sein. Ja, ich denke auch.
Ja. Fällt runter, kegelt zwei Kultisten um, die unglücklich standen, weil er hängt auf der anderen Seite ja immer noch fest. Ja, auf der anderen Seite hängt er immer noch fest. Das heißt, er kommt in ein Ungleichgewicht. Und Harry ist derjenige, der da quasi gerade drunter steht. Er kann ihn hoffentlich irgendwie fangen. Ich bin nicht sicher. Du könntest ihn fangen. Du könntest auch einfach mal die Waffe hinhalten, wenn dir das für eine bessere Idee erscheint. Nee, fangen klingt schon deutlich besser als aufspießen. Die anderen haben das vor, deswegen sollten wir das nicht tun. Mhm. Gut, du fängst ihn auf. Er hängt jetzt an einem Seil an einem Handgelenk. Und aus den Fenstern kommt ein Effekt wie den, den ihr schon mal beobachtet habt. Aber zu deiner Überraschung ist er nicht auf dich gezielt. Obwohl, naja, du hier gerade schon ein bisschen exponiert bist. Ein Schwertstreich aus Licht schlägt durch die Kathedrale, aber nicht so ungezielt wie beim letzten Mal, sondern trifft einen der Kultisten, der da noch am Altar rumstand. Und der greift sich an die Brust und seine obere Körperhälfte verschiebt sich im Vergleich zur unteren und er bricht zusammen. Sein Ups. Blut allerdings erhebt sich in die Luft und vermischt sich mit den bunten Lichtflecken, die im Altarraum herumtanzen. Wer tut was? Ich denke übrigens, unser Freund aus dem Workshop kann langsam zurückkommen. Okay, du musst mir sagen, wann genau es passiert. Also wenn ja, jetzt genau. Passiert. Jetzt sofort. Gut. Ja. Oh! Und ich steche natürlich auf den Bullen ein, der hoffentlich kurz abgelenkt ist. Ja, also du brauchst einen Moment, um dich zu orientieren, denn dein Körper ist nicht an der Stelle, an dem du ihn zurückgelassen hast. Ja gut, das ist in Ordnung. Nirgendwo kann man mehr parken heutzutage. Richtig. Ich hau auf den Bullen drauf. Alles klar. Der hat mich lange genug durch die Manege geschleift. Mhm. Und du witterst Schwäche. Man sieht ihm an, dass er am Ende ist. Die 4. Also ich treffe ihn. Mit deinen ganzen Buffs reicht das tatsächlich. Mhm. Ah! Ich hatte ja beschrieben, dass er so ein wenig den Kopf gesenkt hat und schwer am Schnaufen ist. Beschreibe, wie du ihn tötest. Ja, ich nehme mein Schwert und ich stehe ja quasi so halb versetzt vor ihm und ramme es mit aller Kraft in den Übergang zwischen dem Kopf und dem Korpus von ihm, also da, wo der Hals eigentlich ansetzt, und drehe das Schwert dann in der Bewegung noch ein Stück, sodass er dabei zusammenbricht. Ja, vor dem Altarraum, in dem Ritualkreis, liegt jetzt dieser gigantische Kadaver. Und Harry ist gerade dabei, den Gehängten herunterzuholen. Möchtest du ihn ganz losschneiden? Ja, das würde es auf jeden Fall einfacher machen, mit ihm zu fliehen. Also, du hattest ja gesagt, er hat nur noch an der einen Hand ein bisschen Seil. Dann würde ich das versuchen, mit meiner passend kleinen Waffe zu lösen, ohne ihm den Arm abzuschneiden. Okay. Ich denke, das sollte klappen. Es gelingt dir auch, den zweiten Strick noch durchzuschneiden. Und du rennst dann mit ihm in Richtung Ausgang? Oder was hast genau, du? Genau, also weg von dem fliegenden Blut und den Kultisten. Mhm. Alles klar. Und ja, der Kadaver des gefällten Kolossers blutet auch langsam aus. Und auch sein Blut hat angefangen, sich in die Luft zu erheben. Aber ja, all dieses Licht und Blut hat plötzlich kein Ziel mehr. Denn Harry läuft mit der Gestalt, die da über dem Altar hing, einfach davon. Viele Leute gucken gerade ein bisschen verdutzt. Die Kultisten waren gerade so weit, dass sie darüber nachgedacht haben, euch vielleicht anzugreifen oder so. Aber dazu kommen sie nicht mehr. Denn der Kultist, der gerade von einem Schlag gefällt wurde, war nur der Erste.
Im Altarraum bricht ein Blitzgewitter los und ihr wisst nicht, was sie falsch gemacht haben oder was ihr richtig gemacht habt, aber im Licht der ersten Morgensonne werden die Kultisten einer nach dem anderen von wem? Ihrer eigenen Gottheit gefällt?